sitze ganz gemütlich in der Badewanne drin, wasch mir mein Bäuchlein und kratz mich am Kinn. Da klingelt doch wieder dieser gottverdammte Apparat. Ich renne übern kalten Flur, bin splitternackt. Falsch verbunden, sagt die Stimme, ja, bin ich denn beknackt? Doch ich bleib ganz ruhig und reiß nur kurz den Hörer ab. Ruf doch mal an, Klingeling, Klingeling, ich geh nicht ran, Klingeling, Klingeling. Ich bin nicht da, Klingeling, Klingeling, ihr könnt mich mal. Ich sitz mit meinem Töchterlein in unserem Spielzeuglager. Da klingelt's Telefon, es ist mein beknackter Schwager. Dass der schon immer eine Meise hat, ist mir bestimmt nicht neu. Er sagt, er wär grad eben auf der Post gewesen und habe dort das Schild "Ruf doch mal" angelesen. Und er hätte es dann auch gleich getan. Und ob ich mich nicht riesig freu, ruf doch mal an, Klingeling, Klingeling. Ich geh nicht ran, Klingeling, Klingeling. Ich bin nicht da, Klingeling, Klingeling. Ihr könnt mich mal. Da drängt es mich gar sehr, ich muss gerade auf den Thron. Natürlich klingelt wieder mal das Telefon. Ich gehe ran und hoffe, dass es die Minute gerade noch geht. Ich sage, grüß dich, Schwiegermutter, aber mach's bitte nicht so lang. Sie sagt, setz dich hin, mein Junge, ich fang doch grad erst an. Doch zum Hinsetzen, merk ich, ist es leider schon zu spät. Ruf doch mal an, Klingel.